Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, süßen, neuen Spiel, gerade auf Steam erschienen, namens Towncraft. Und natürlich, wenn ein Spiel Town und Craft heißt, dann kann ich natürlich nicht dran vorbeigehen, denn Minecraft-artige Spiele sind mein Leben quasi. Und ich fand es unglaublich niedlich und habe ich gedacht, schnapse dir und zeige ich euch, weil wir gerade sowieso auf dem Zug sind mit Stoneheart. Und das hier ist ein fertiges Spiel. Es ist gerade auf Steam erschienen, weil es vorher ein Mobile Game war fürs iPad. Von daher ist es schon, ja, erprobt, zumindest im Großen und Ganzen, denke ich. Also ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ist auf jeden Fall ein Mobiler und nun für einen PC. Und ich bin mal sehr gespannt. Es sah halt sehr knuffig aus. Ich meine, ich mag diese kleine süße Grafik. Und ich denke, wir fangen mal an mit dem Tutorial. Yum, yum. So, da sind wir nun. Hallo. Viel zu lernen. Basics. Need a headset. Okay, wir müssen auf den Bottom eines nearby Trees klicken, um Sticks zu kriegen. Ah. Ich habe mir einen Stick geschnappt. Now gather small stones from nearby rocks. Okay. Rocks sind das. Da habe ich einen Stein. Juhu. Now click crafting button to open your crafting window. Crafting window. Einfach rüberziehen. Aha. Also, ja. Select ziehen. Select ziehen. Stone hatchet. Kaching. Jawoll. Now I can chop down trees to get logs. Give it a go. Get 8 logs to continue. Ah, nee. Brauche ich gar nicht in die Hand nehmen? Habe ich in der Hand? Okay, wie kriege ich das wieder weg? Einfach draufklicken? Okay. Aha, 1, 2. Okay. Interessant. Dann machen wir noch mal ein paar mehr Bäume ab hier. Also haben wir jetzt 6 Bäume gekriegt? Logs, kann das sein? 7, okay. Und noch einen. Schwupp. Wunderbar. So, now we can craft a logging bench. Try it out on the crafting screen. Okay, also Logs und die Headset gibt ein Dragon Drop. Ching. Eine Login Bench. Okay. Select your Login Bench from Inventory to click in the game. Okay, dann können wir es also platzieren. Also, klick. Right-click. Was? Oh. Ah, Moment. So. Wow, da müssen wir noch ein bisschen. Wenn ich. Okay. Linksklick ist. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Ah, grüne Spots werden angezeigt, wo ich es platzieren kann. Und rechts. Okay. So, click on your login bench to use it. Okay, dann usen wir es mal. Angefasst. So. Wood pole. Für eine Pickaxe. Und dann einen kleinen Stein finden. Okay, also erstmal einen Wood hier rüberziehen und Wood poles machen. Und zwar können wir hier aussuchen, wie viele. Ich will erstmal nur einen. Und Katsching, schon haben wir einen gemacht. Und dann noch ein Steinchen finden hier. Steinchen. Nee, Quatsch. Da ist das X, okay. Bisschen klein. Small Stone und Wood Pole. Ach, wir können auch klicken, dann wird es direkt reingetan. Okay. Wooden Pickaxe. Kaching. With a Stone Pickaxe in your possession, you can now harvest stone from rocks. Get 8 stone to continue. Okay, 8 Steinchen machen. Holen mit der Pickaxe. Klicke die Klick. Klicke die Klick. Yay! How to craft and harvest was? Ah, okay. Building. Close your own house icon. Okay, wir haben ein House Icon. Da klicken wir drauf. Und jetzt können wir Buildings machen. Building Types. Auf der linken. Auf der rechten. Town Objects. Stockpiles. Aha. Okay, das heißt, Stockpile ist das hier. The town stockpile is the center of your town. Place to found your township or place again to move its position. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt hier, sagen wir mal, stell es mal hier hin. Ah, stockpile, gut. Town stockpile is the center of your town. Workers will pick up and drop off goods here and you deliver goods here. Aha. Für Quests und Co. können wir also hier wird quasi alles gelagert, was wir so an Zeugs haben. Sehr schön. Und nü? Coal. Cool. Können wir die nehmen? Ah ja, genau. Und dann, you can stone and coal, you're able to create furnace. Cool. Furnace. Craften mal
Stone und Coal? Ah, Stone und Coal gibt eine Furnace. Cool. Machen wir nun ein Building, also ein Haus für unsere Furnace. Auf Buildings, dann links. Ah. Number on the left tells you how many tiles worth of each building you can make. Also wir können 8. Ist vor, okay. Ah, okay, okay. 8 Locks sind also nicht genug für 4 Squares. Gut, das heißt, wir müssen noch ein paar mehr Exit, ein paar mehr Bäumchen. Down choppen. Chop, chop, chop. Dann machen wir das. Oh, guck mal, der Charakter passt sogar zu mir. Hat rote Haare. Halt, stopp. Ich brauche eine neue Dingens. Das war ein Stick und ein Stone für eine neue Headset. Zum Bäumefällen. Ganz genau. Hause down. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Mach alle fertig. Muhahaha. Finde ich auch irgendwie lustig. Ich habe noch nie dreieckige Bäume gesehen. Kannst du mal sehen. Cool. So, dann. 3. At least 4. Das heißt, wenn wir noch ein paar mehr Bäumchen fällen. Da kommt ein Mensch. Da kommt ein Mensch. Hallo, Mensch. Enough locks. Now re-enter building mode. First wall type. Draw where you want to build. Okay. 2x2. Dann machen wir das mal. Klick hier und dann drag and drop für... Ups. So. Build. Haha. Okay. Chest icon. So, Furnace. Was? Ach so. Cool. Also. Ups. Hier. Inventar. Furnace und dann. Moment. Ah, cool, ich kann hier reingehen. Okay. Furnace und dann dahin. Okay. Ein Present. Was gibt's denn Feines? Silver, okay. Click on your furnace to use it. Make something of silver. Great, by clicking. Okay. Also was mit dem Silber machen? Kann ich es verarbeiten? Silber. Irgendwas? Okay. Oh, cool. Silver Crown. Oh, yeah. Und jetzt auf den Present klicken. Hallo. I am a trader from... vom Afar. Okay, Trade. Er hat nichts. Er hat Weed. Okay. Ich habe eine Krone. Okay. Das habe ich jetzt verkauft. Sell. Und kaufen könnte ich Weed. Tu mal. Ein Weed kaufen. Many resources which can be farmed. Place. Okay, cool. Kann ich noch mehr kaufen? 4, 5. Cool. Okay, dann bauen wir mal Weed an. Kann ich vorher nochmal hier diese Bäume entfernen? Die sind irgendwie ein bisschen im Weg. Dann machen wir hier so ein Feld hin. So. Das noch weg. Das noch weg. So, und jetzt, wenn ich im Inventar gehe und auf das Weed klicke, kann ich es hinsetzen. Na, cool. Hire farmers, they manage crops which are inside fences. Okay. Remove things. Right-click und... Ah, cool. Right-click. Craftopedia? Oh, cool. Das ist ja praktisch. Right-click, destroy. Skrisch. Also, das will... Okay. Pick up the furnace. Ja, meins Häuschen. Hallo. Jetzt haben wir alle rote Haare. Das finde ich gut. Das ist mein Spiel. Absolut mein Spiel. Rechtsklick, pick up. Plop. Sehr schön. Now that you have to... Okay. Wir können also auch ein Building demolischen. Ah, okay. Okay. Last thing on the menu. Let's learn about workers.
surprised looking peasant. Okay. Der looked surprised. Hallo. Off my job. Okay. Lumber kostet 40 Kupfer pro day. Okay. Book icon on the top left opens your stats button. Click the feather to open your worker screen and fire your lumber. Oh, Dame Kerl. Das hier? Da. Fire. Ah, ist ja geil. Okay. Das war also das Tutorial. Sieht ja geil aus. Und ja, ich würde sagen, so als Einstieg für euch schon mal zum Gucken. Es sieht auf jeden Fall unglaublich witzig aus und ich bin mal gespannt, die erste kleine Stadt zu bauen. Aber das machen wir dann zusammen in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann gebt ein Däumchen hoch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.